Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung. Nach etwa einer Woche gibt es jetzt eine neue Servervorstellung, diesmal aber eine gemeinsame Servervorstellung mit Monat. Ja, hallo. Und ja, wir wollen jetzt den Server vorstellen. Das schauen wir, wie wir das gemeinsam machen. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber wir versuchen es. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt muss ich die Ansicht. Das war jetzt nicht okay für die Ansicht, das war eher das Aufnahme aus, aber jetzt ist wieder an. So. So, Silvester ist nur leider schon ein paar Tage vorbei. So, wir fangen erstmal mit links mit dem Server-Team an. Ihr seht hier, das ist der Spawn im Übrigen. Besteht aus Wasser. Ich habe jetzt das Texture Pack Janina Craft und den Shader Mod ausnahmsweise mal an. Ich nutze momentan ein LS13 Gamer Pack oder wie es heißt. Okay. Ich nutze das von Kevke. Ach, das LS, genau. Genau. Das ich auch nehmen wollte, aber dann vergessen habe. Ja. So, ich habe jetzt hier eine Menge Zeug in meinem Inventar, warum auch immer, aber das ist mal so. So, wir haben hier die Leute, die einen vor einem herlaufen. Wir haben hier den Besitzer Gagurio, dann haben wir den zweiten Besitzer Abate 0123. Das ist der hier oben, der hat gerade keinen Skin, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir einen Admin, Shooter 0610. Und jetzt kommt der Rest. Der Moderator Cyforce, der Moderator iCobra14 und der Supporter Jack Daniels. Okay, was haben wir ja, hier noch? Das ist das Server-Team. Haben wir hier noch eine Tafel. Vorteile als VIP seht ihr da. Okay, das könnt ihr lesen, wenn ihr drauf kommt. Gehen wir weiter. Genau, würde ich auch sagen. So, dann schauen wir uns jetzt die Portalräume an. Also komischerweise haben die genau angefangen mit dem ganzen Mist, als wir die Aufnahme gestartet haben. Als wir hier gejoint sind, war noch alles friedlich. Ja, das ist halt. Hier ist der Warp-Raum. Ich frage mich, ob ich da durchgehen kann. Ui, das sieht komisch aus. Ja, durchgehen kann man, aber dahinter sind Blätter. Hm. So, gut, dann fange ich mit dem ersten Raum an, der mir nicht gefällt. Zum Parcours. Genau. Das ist ach ja. Jump'n'Run. Ei. Mist. Fein. Gut. Ach hier, du großer Gott. Als ich hier war, habe ich das schon mal probiert, aber ich habe es nicht sehr weit geschafft. Mal gucken, wie weit ich es schaffe. Ja, das ja. War auch sehr weit. So, einmal probiere ich es auch. Okay, das war's. Also das war der leichte Parcours, den ich jetzt nicht gepackt habe. Dann haben wir hier noch einen schweren Parcours. Und das ist ja auch mal Zeit für. Und hier einen mittleren Abparcours und da drüben. Mal gucken, was das ist. Sieht aus wie das Zeichen von PvP. Hm. Ob die PvP-Arena da hinten ist, mal gucken. Also natürlich zeigen wir das Highlight dieses Servers erst am Ende. Das sind jetzt erstmal die einzelnen Dinger. Nee. Nee. Hier darf man dann verbrennen, wenn man den Parcours geschafft hat. Ah ja, das ist nett. Oder man muss einfach da hoch. Ah ja, das ist der Riesenparcours hier hinten. Ja. Der einfache Parcours, so wie es aussieht. Genau. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ist auf jeden Fall. Ah, nee, war nur so aus. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. So, du bist dran. Grundstückwelt. Zur Grundstückewelt. Hier steht hinten auf einer Wand, wie man sich ein Grundstück erkauft. Dies geht dann allerdings mit Plot.me, also das seht ihr ja auch auf Fidikados Kanal, wie dieses Plugin funktioniert. Und schauen wir uns mal um. Hier stehen schon Häuser. Kann man höher springen als normal? Sieht so aus. Ja, stimmt, tatsächlich. Aber das liegt an den Fläschchen, die wir bekommen haben. Ja, genau.
Ja, hier kann man sich dann ein kleines Grundstückchen erwerben und da hinten sehe ich schon ein Eispalast. Nice. Das sieht nicht Nicht. schlecht aus. Hier ein kleiner Sch Ist das Wasser oder Eis? Weil beim Shadow Mode sieht es jetzt gerade aus wie Eis, Also Wasser. hier innen drin in dem Glas ist Wasser und davor ist Eis. Ja, nee, das ist alles Wasser. Okay, dann ist Das sah Wasser. von außen aus wie Eis. Sieht schon komisch aus. Bei mir bewegt sich nämlich das ganze Wasser. Ja, das ist, na, bei mir bewegt es sich ja auch. Sah von weitem aus. So, da hinten, da oben steht irgendwie ein Hotel. In der Was das Luft. ist. Gucken wir mal. Mal gucken. Also auf jeden Fall baut hier jeder sein eigenes Grundstück. Also das ist jetzt nichts Gemeinsames. Es ist also definitiv keine Bauvorschrift gegeben auf diesem Server. Man kann Das. bauen, wie man will. Okay, hier geht's jetzt hoch. Hier eine Sandburg, hier eine Art Pyramide mit irgendwas oben drauf. Wichsrad. Diamantenstab. So, Okay. und ein überdimensionaler, auf jeden Fall von einem Operator gebauter Palast. Wo denn? Der hier, der. Der hier. Ah. Ich glaube nicht, dass das ein normaler User gebaut hat. Stimmt, dann gucken wir gleich mal rein. Weil wie lange soll man denn dafür farmen? Ah, okay, alles klar. Das ist ein Redstone-Palast. Gut, dann wieder raus hier. Ich mach's mit Spawn. Also ich gehe zum Okay. Spawnen. Ja, dann komme ich mit. Also verlassen wir die Grundstückswelt von dem Server und gehen wieder zurück in den Warp-Raum. Wenn's klappt. Du darfst dich nicht bewegen, wenn du Spawn eingibst. Ja, ich glaube, bei mir geht gerade Spawn nicht mehr. Doch, jetzt. Da bist Vorhin du. stand nämlich was drunter, jetzt nicht mehr. Okay. Gut, mal gucken, was das nächste ist. Ja, genau, das nächste ist wieder für dich. So, was haben wir denn hier? Die PvP-Arena kommt jetzt. Oh ja, gut. Dann nimm ein Schwert in die Hand, dann schauen wir mal. Gab es irgendwie einen heimischen Aufruf? Hört jetzt auf, weil keiner mehr hier ist. Hört jetzt auf zu spielen. Nee, hört jetzt auf, die zu nerven. Nee, ich glaube ich, keinen Aufruf. Endertruhe, mach einfach Endertruhe, ist klar. Was? Ende Chest. Oh, Das das heißt, man ist kann von cool. überall drauf Das zugreifen. ist cool. So, dann machen wir mal rein. So. Das Und ist hier kann man sich dann battlen. richtig. Oder gibt es hier vorher noch irgend so einen Countdown? Sieht nicht so aus. Nee, das ist ein ganz normaler PvP, normales PvP-Gebiet. Ja. Da bringe ich doch glatt mal weg den Owner um. Der Ja. natürlich im Game Mode ist. Interessant. Ach, Rechtsklick ist abwehren, hast du schon gemerkt? Ja, genau. Rechtsklick wählt man mit ab. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man Creeper vor einem hat. Okay. Das ist aber in Minecraft standardmäßig seit Jahren so. Ist mir noch nie aufgefallen. Seltsam. Mir fällt das immer auf, wenn ich durch meine Welt hüpfe und ich dann immer. Mir ist es aufgefallen, wenn ich rumgehüpft bin und dann einfach die Taste mal gedrückt hatte und dann so gebuddelt hatte. Da ist es mir damals aufgefallen. Ich dachte, hä? Und dann habe ich es bemerkt. Und Cyphord ist natürlich ein bisschen unfair mit seinem Diamantschwert. Ja, und deswegen gehen wir gleich Wir wieder uns raus. jetzt ganz schnell. Ah, wir dürfen hier nicht mehr raus, Mist. Mist. Na gut, dann Dann halt Spawn. spawnen. So. Alles klar, nächster Raum. Nächster Raum. Du hast immer nur so wenig zu sagen. Das passt. Der ist, glaube ich, noch ein recht neuer Server auf jeden Fall. Ja, der ist noch recht jung, so wie man so aussieht. Ja, jetzt geht's zur Farmwelt. Oh, da gibt es sehr viel zu sagen. Wir wissen auf jeden Fall, was uns da erwartet. Wir haben uns ja vorher schon umgesehen. Eine ganz große Sandwelt. Genau. Wüste.
Und nun zeige ich euch, wie man Sand abbaut. Wir beobachten aus sicherer Entfernung, wie ich einen Sandblock mitnehme. Wunderbar. Also hier könnt ihr auf jeden Fall... Aua. Ist ja auch PvP an hier. Jedenfalls kann man hier... stundenlang sich mit Sand beschäftigen. Richtig. Es sei denn, man läuft weit genug, dann findet man bestimmt noch andere Sachen. Oh, Creeper. Okay. Achtung. Autsch, das hat mein Hintern wehgetan. Ja, und hier haben wir bemerkt, ist eine Falle. Ich weiß nicht woher, aber die soll da anscheinend sein. Okay. Gut, dann kommen wir zum Highlight des Servers, die Hunger Games. 10 genau. Stück erstmal an der Zahl. Und es sollen noch mehr kommen, soweit ich gehört habe. Ja, es sollen mehr Arenen kommen, wobei wir haben gedacht, das sind jetzt schon ein bisschen viele. Aber offenbar soll es auch hauptsächlich wahrscheinlich ein kleiner Bauserver werden mit vielen Hunger Games, so wie es aussieht. Also ich glaube eher mit kleinen Spielchen. Genau. Haben wir schon alle Seiten gemacht? Die Regeln ist klar, die könnt ihr euch selber anschauen. Genau. Server Team, Warp Team. Okay, gut, dann gehen wir jetzt zu den Hunger Games. Genau. Mal gucken, ob uns... mal sehen. Welche Arena spielen wir jetzt? Wir hatten gerade eine, die war selbst gebaut, ne? Die Arena 4. Ja, die Arena 4 ist selbst gebaut und wir probieren mal die 8. Die 8. Die sieht auch selbst gebaut aus. Okay. Wir sind 2 Spieler. Es geht. Reichen 2? Ich werde sehen. Mal gucken. Ja, Game starting ja. In 20 Sekunden. Dann spielen wir zu 2 Hunger Games. Wollte ich immer schon mal. Ah, da kommt auch Gagurio, der wo den Server angemeldet hat. Der erste Besitzer oder zweite Besitzer, keine Ahnung, wer hier wer ist, aber auf jeden Fall. Das geht nicht so ganz aus der Sache hinaus. Auf jeden Fall sind das weitenteils alle selbstgebaute Maps. Ach, du hast schon die Kisten gefunden, ganz toll. Ja, da war doch eine Leiter. Ich suche jetzt nach den geheimen Kisten. Da suchst du aber länger. Die Sonne so, blendet bei mir ein bisschen. Was haben wir denn? Wir haben ganz gute Sachen bekommen. Das sieht eher nach einem Holzschwert aus. Mhm. Kennst du den Texture-Pack nicht? Von Weiden sieht es wie ein Holzschwert aus. Mhm. So, wir haben 60 Sekunden Abhauzeit, Grace-Periode, Schutzzeit. Weiß der Geier was? Ich bemerke, ich krieg nur meine Holzschwerter. Selbst gerade beim Vorstellen hatte ich nur ein Holzschwert. So ist es. Jetzt. Und ich suche immer noch nach Kisten. Wie immer. Du hast immer noch keine gefunden. Nee. Ja, gut, ich weiß durch meine Erfahrung in PvP jetzt schon sehr gut, wo eigentlich diese Kisten meistens sein können. Okay, hier ist nix. Also ich glaube nicht, dass die Kisten hier despawnen. Nee, genau, glaube ich auch nicht. Das ist ja normales Hunger Games. Das würde mich wundern. So, da hinten ist so eine Art Lava-Tempel. Ich frage mich, ob das Ganze hier unterirdisch gebaut ist oder ob das einfach nur eine Höhle ist, die ich zufällig gerade in diesem Game entdeckt habe. Nein, diese Höhle haben sie ganz normal selber alles gebaut. Ganz bestimmt. Oder einfach einen Enderdrache durchfliegen lassen. Der kann das auch ganz gut. So, klasse. Sackgasse, das war's. Dann bin ich wieder zurück. Warum ist wieder zurück? Weiß nicht, wo ich bin. Ich auch nicht. Ich kenne nur Standard-Hunger-Games-Maps. Ich habe noch nie eine andere gespielt. Ja, ich auch noch nicht. Obwohl also die Standard sind jetzt inzwischen schon 4 oder 5. Ich glaube 5 sind. Mhm.
sehr große Maps. Na, versuchen wir es mit Box. Box. Wenn ich keine Kiste finde, dann muss ich es halt so machen. Boxen. Gegen Holzschwert. Ja, klar. Also wenn du mich bekommen willst, musst du erstmal einen kleinen Jump'n'Run-Parcours machen. Toll. Hast die richtige Map ausgesucht. Hi. So. Ja. Oh. Gagorio ist hinter mir. Ja, die kommen aus dem Nichts. Ah, ich hab die Kiste gefunden. Siehst du, jetzt bist du dran. So. Und was war drin? Ein Holzschwert. Warum bin ich dran? Wie willst du denn hier hochkommen? Also das hier interessiert mich ja jetzt mal. Jetzt Frage bist du dran. Du bist. Ich seh dich nirgendwo. Kannst du mich auch nicht. Ich hab mich vercampt. Nein, ich hasse campen. Campen ist mies. Aber du siehst bestimmt dann Lava-Tempel und da sind so ein paar Blöcke in der Luft, stimmt's? Mhm. Da bin ich. Da komme ich locker drüber. Das sind genau dieselben Blöcke wie auf Harrycraft. Genau selbst gebaut. Und man kennt ja aus deinem Video, wie gut du warst. Ja. So. Ich will wieder Hintergrundgeräusche schuften. Willst du mich reinlegen, ja? Ja, natürlich. Ah, shit. Juhu. Okay, das war Hunger Games für die du. Kleinen. Jetzt kommt Hunger Games für die Großen. Es gibt natürlich auch haufenweise andere Hunger Games und wir verabschieden uns hier mit einem Feuerwerk von Abate, dem einen anderen Owner. Ich hoffe, der Server hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist noch ein ganz kleiner Server, da kann noch viel gebaut werden und offenbar wird hier sehr viel Wert auf Hunger Games gelegt und halt auf Plot-Me-Grundstücke. Also, und es sind sehr viele Leute immer on, habe ich festgestellt. Also es, ihr seid nicht alleine. Dann wünschen wir euch viel Spaß hier auf dem Server. Von mir ein Tschüss und von mir auch ein Tschüss.